Jedes Jahr laden die Pfadfinder zum St. Georgstag anlässlich des Namenstages des heiligen Georgs, dem Schutzpatron der Pfadfinder. In Laa gibt es dazu einen Umzug zum Pfadfinderheim am Anger, eine Feldmesse und anschließend das Mittagessen mit gemütlichem Ausklang. Heuer feiert man auch das 90-jährige Bestehen der Gruppe. Jetzt am kommenden Sonntag, den 24. feiern die Pfadfinder den St. Georgstag. Der Georg ist der Schutzpatron der Pfadfinder. Welche Aktivitäten wird es hier geben? Wir beginnen wie jedes Jahr mit einem Umzug durch die Stadt. Und um 10 Uhr findet hier herum, hoffentlich bei schönem Wetter, so wie jetzt, die Heilige Messe statt. Im Anschluss wird es, weil wir auch 90 Jahre feiern heuer, ein paar Ehrungen geben und dann den bekannten Frühschoppen mit musikalischer Ummalung von Kreuz und Quer. Das bewährte Programm beim St. Georgstag unterscheidet sich ja ein bisschen. Am Nachmittag gibt es ja noch einige mehr Aktivitäten. Ja, weil eben 90 Jahre Pfadfindergruppe Laa haben wir uns im Bezirk oder Bezirk Weinviertel heißt das bei den Pfadfindern gemeldet, um die WWÖ-Bezirksaktion, also die Bezirksaktion der Wichtel und Wölflinge, heuer in Laa durchzuführen. Die wird am Nachmittag des Georgstages stattfinden. Da wird etwas mehr Wirbel sein als die letzten Jahre vielleicht. 90 Jahre, ein beachtliches Alter. Wie hat sich die Gruppe entwickelt in diesen 90 Jahren? Es gab natürlich verschiedenste Meilensteine. Ich glaube, ein wesentliches Zeichen dazu, wie aktiv und wie langjährig tätig die Gruppe ist, war sicher vor eineinhalb Jahren des 50 Jahre Nikolausumzug, die wir gefeiert haben. Deswegen haben wir auch beschlossen, das heuer etwas kleiner anzugehen. Aber es gibt auch, wie gesagt, einige Aktivitäten. Und es ist so, dass die Gruppe aus 250 bis 300 aktiven und unterstützenden Mitgliedern besteht. Davon circa 100 Kinder und Jugendliche, die jede Woche in die Heimstunde kommen, auf Lager fahren und so weiter und so fort. Also das ist eine beträchtliche Anzahl, sowohl an Jugendlichen und Kindern, als auch Mitarbeitern, die ständig dabei sind. Wie zum Beispiel schon erwähnt, beim Nikolausumzug letztes Jahr waren ca. 130 bis 150 Leute alleine von unserer Gruppe im Einsatz. Und diese Größe und der Zusammenhalt des Vereins ist etwas ganz was Wesentliches und das ist etwas, was sich sicher über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Wir haben es jetzt kurz angesprochen, es gibt einige großartige Veranstaltungen, die die Pfadfindergruppe organisiert. Wie zum Beispiel jetzt im Sommer kommt wieder das Sommerfest. Ja, im Sommer kommt bereits unser alljährliches Sommerfest wieder. Und zwar heuer mit der Laa Big Band, also der Big Band der Stadtkapelle und den Venschus. Wir hoffen auch, dass das Wetter wieder passt. Dann kann es ähnlich gemütlich und schön werden wie die letzten Jahre. Das wird heuer am 30. Juli stattfinden. Im Juli an sich wird es das Sommerlager für die Wichtel und Wölflinge geben und gleich im Anschluss an das Sommerfest, also die ersten beiden Augustwochen, fahren zwei Stufen, also die Speyer Guides und Caravels und Explorer, aufs internationale Landeslager Pinakari in Laxenburg. Und im Zuge dieses Lagers wird es auch wieder eine Offsite-Activity in Laa geben, wo eine Gruppe internationaler Pfadfinder Laa kennenlernen werden. Im September geht es dann weiter mit einem Beginnfest für alle, die Pfadfinder werden wollen sozusagen. Ja, in einer der beiden ersten Septemberwochen wird es wieder das Beginnfest geben, wo sozusagen die einzelnen Stufen sich vorstellen, wo man die Pfadfinder kennenlernen kann, wo es ein Lagerfeuer gibt zum Abschluss, wo Interessierte, wie du schon richtig gesagt hast, uns kennenlernen können und vielleicht zu den Pfadfindern finden können. Den Abschluss bildet, zumindest von den öffentlichen Aktivitäten her, wie jedes Jahr der Nikolausumzug, der in den letzten Jahren, wie du es kurz angesprochen hast, sehr gewachsen ist, den wird es auch heuer wieder geben. Ja, den Nikolausumzug wird es heuer wieder geben, diesmal am 4. Dezember, also direkt vor dem Nikolaustag. Es ist so, dass das eine großartige Zusammenarbeit mit den verschiedensten Vereinen, mit der Stadtgemeinde und so weiter jedes Jahr ist. Und ich freue mich schon wieder darauf, weil es wird sicher wieder ein lustiger Nachmittag und Abend.